Vielleicht ist das ein Zeichen von einer überalterten Gesellschaft. Ja, man muss halt etwas tun für die geistige und für die körperliche Fitness. Ja, darum haben die Frau und ich auch gesagt, jetzt sind wir in einem gewissen Alter, jetzt müssen wir einfach regelmäßig ins Fitnesscenter. Und ab und zu mal ein Buch lesen. Ja, es muss ja nichts Grosses sein. Am Abend, vor dem Einschlafen. Krieg und Frieden. Schuld und Sühne. Haben oder Sein. Das habe ich gestern gelesen. Ja, okay, es sind 700 Seiten, ich habe es diagonal gelesen. Ja, es geht ja nur darum, dass man ein bisschen rauskommt, um was es da überhaupt geht, oder? Der Erich Fromm erklärt dann das Prinzip vom Haben und das Prinzip vom Sein. Und Haben ist besser als Sein. Ja, da können Sie irgendetwas nehmen. Ist gleich was. Sagen wir ein Grillpulle. Wollen Sie lieber ein Grillpulle haben oder lieber ein Grillpulle sein? Und den Tag durch mal ins Fitnesscenter. Und so sind wir gegangen, die Frau und ich. Also gegangen sind wir im Sinn von daheim fortgegangen. Weil das Fitnesscenter, ja, wir haben es dann nicht gefunden. Es gibt ja da so Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Weißt du nicht, ob Sie das auch schon gemerkt haben? Gerade beim Autofahren. Männer fragen nicht nach dem Weg. Das ist einfach so. Wo ist jetzt das Fitnesscenter? Du hast doch gesagt, du wüsstest, was ist. Ja, da vorne irgendjemand. Frag doch die Frau da, Mecke. Schau, es ist da vorne irgendjemand. Jetzt halt doch schnell da am Ecke an und frag die Frau. Entschuldigung, die ist 100 Kilo. Die weiß doch nicht, was Fitnesscenter ist. Was hat denn das für einen Zusammenhang? Also wenn das keinen Zusammenhang hat, dann müssen wir gar nicht ins Fitnesscenter gehen. Dann kann ich ja wieder heim. Dann fragt der Mann da einen, der kann doch kein Deutsch. Schau, es ist da vorne links irgendjemand. Wieso kann jetzt der kein Deutsch? Ja, schau ihn doch an. Dann kannst du fragen, wo Izmir ist. Aber nicht das Fitnesscenter. Scheiße, jetzt ist da ein Baum. Hat er ja gesagt, soll ich den fragen? Der hätte sicher Deutsch können. Wenn sie jede Zweitstrasse Einbahn machen, dann kannst du auch nichts finden. Mache jede Wette, dass der gewusst hätte, wo das Fitnesscenter ist. Bei dem Body. Was soll jetzt das heißen? Und Deutsch hätte er auch können. Also gut, er hat Deutsch können. Wieso hast du ihn denn nicht gefragt? Er hat einen Akzent, den keine Sau versteht. Ah ja. Ja. Er hat Deutsch im Fitnesscenter gelernt. Nein, nein, jetzt kann ich da auch nicht rechts. Ja, Gott, verdammt nochmal. Klar, bau jetzt dein Center an einen Ort her, wo du mit dem Auto nicht ran kannst. Du musst alles zu Fuß gehen, bis du bist, bis du so fit kannst, geh wieder heim. Ich hab gemeint, willst du deinen Bauch loswerden? Wieso willst du jetzt die ganze Zeit heim? Da weiss ich den Weg. Männer fragen nicht, was durchgeht. Frauen. Das kennt ihr, oder? Ein Mann fragt nicht, ein Mann fährt. Und die Autoindustrie weiss das genau, dass die Männer nicht nach dem Weg fragen. Darum bauen sie ein Navigationsgerät ein. Nicht, dass man etwas findet. Kabis, nein. Bin mal mit einem vom Seefeld auf Schwammendingen. Der hat Navigation drin gehabt. Der ist über Oster gefahren. Nicht, dass man etwas findet. Dass die Frau nebendran aufhört zu sagen, frag doch den Mann an, Mecke. Wir Männer fragen nicht nach dem Weg und wir kommen weit damit. Wir kommen verdammt weit damit. Wo der Neil Armstrong mit der Apollo 11 gelandet ist. Sie erinnern sich? Neil Armstrong, der erste Trompeter auf dem Mond.
Wo der Neil Armstrong gelandet ist, da ist er ausgestiegen und hat gesagt, ein kleiner Schritt für mich, aber ein grosser Schritt für die Menschheit. Er hat nicht das Fenster runtergelassen und rausgehebt, Entschuldigung, wissen Sie, was da zum Mond geht? Man hat ja das sogar anthropologisch untersucht und herausgefunden, dass der Mann menschheitsgeschichtlich, ja, wenn man ganz weit zurückgeht, dann ist der Mann ja ursprünglich Jäger. Und wenn du auf der Jagd der Bär nach dem Weg fragst, dann ist das evolutionstechnisch suboptimal. Die Frauen sind dagegen für Sammeln zuständig gewesen. Das sind Aktivitäten, die man in der Gruppe macht. Alle mit einer umgetankten Tasche aus Bärenfell. Wurzeln sammeln oder Früchte oder Pilz, die man in die Tasche reinsteckt. Und da hat sich einfach früher schon herausgebildet, dass man sich gegenseitig erkundigt. Und darum fragen ja Frauen heute noch zwanghaft, etwa alle 20 Minuten, wo ist meine Tasche?